Mein Forschungsthema ist die Transdifferenzierung im Kontext der Epigenetik. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen kompliziert, man weiß nicht so genau, was soll das. Das Gute ist ja, ich bin ja kein Physiker, ich bin Biologe. Biologen lieben es, komplizierte Sachen mit Modellen zu erklären. Und Modelle kennen Sie ja alle wahrscheinlich. Es gibt ja verschiedene Arten von Modellen. Es gibt ja zum Beispiel Fotomodelle. Hier zwei Beispiele, die werden so intuitiv und visuell. Also man weiß automatisch, wo man so gerne hinschaut. Das meiste so Brust oder Keule, was man halt so für Keulen hat. Und dann gibt es halt andere Modelle noch, zum Beispiel mathematische Modelle. Mathematische Modelle sind jetzt eher abstrakt und kognitiv. Man muss da halt relativ viel denken und verstehen, dass man das hier sexy findet, zum Beispiel. So. Und dann gibt es so ein Mittelding quasi, sind biologische Modelle. Das sind einerseits sind sie visuell, da ist sowas gezeichnet und so, andererseits muss man trotzdem was kapieren, damit man die halt sexy findet. Und ich erkläre euch jetzt meine Forschung anhand dieses Modells. Das ist das sogenannte Wedekind-Modell der epigenetischen Landschaft. So. Ich habe mir überlegt, wie kann ich das gut erklären? Ich muss jetzt gleich mal vorwarnen, jetzt kommen ein paar verstörende Bilder. Ich bin einmal nach einem Vortrag gefragt worden, so die Bilder, warum mische ich das, bin das alles ich und so. Also alle Bilder, die jetzt kommen, sind alles wirklich ich. Und um dieses Modell zu erklären, müsst ihr euch mal vorstellen, dass ich mal Schüler war. Ja? So Schuljunge. Und in diesem epigenetischen Modell bin ich jetzt ganz da oben. So. Und als Schuljunge, das Gute ist, man hat quasi alle Möglichkeiten, stehen einem offen, was man so machen kann. Man hat hier verschiedene Bahnen, quasi Lebenswege, die man einschlagen kann. Man kann Astronaut werden, man kann Naturwissenschaftler werden, Bauarbeiter, Bundespräsident, keine Ahnung was. Okay. Aber irgendwann muss man sich mal entscheiden. Ich habe mich halt entschieden, okay, ich fange mal zu studieren an. Ja? Dann war ich erstmal Student. Okay? Und in weiterer Folge bin ich dann Molekularbiologe geworden, nach dem Studium. Ich hätte aber auch Entwicklungsbiologe werden können. So. Und das, in dem Modell ist das jetzt knapp nebeneinander, weil es ist im Prinzip fast das Gleiche. Einen Tag in Molekularbiologe, den anderen Tag Entwicklungsbiologe ist so. Ja, anstatt zu studieren, hätte ich aber einfach krank werden können. So. Aber man kann ja nicht ewig krank bleiben. So. Was hat man denn so für Möglichkeiten auf, okay, wenn man mal krank ist? Man könnte vielleicht in weiterer Folge Bauarbeiter werden. So. Das wäre noch so eine Möglichkeit. Das ist hier so der Bauarbeiter oder vielleicht der Pornostar wäre auch so noch eine Möglichkeit. So. Und jetzt ist die Frage, ist das Leben der Einbahnstraße? Weil, wenn ich mal Molekularbiologe bin, wird es halt ziemlich schwierig, dann Pornostar zu werden. Also, da bräuchte man halt viel Durchsetzungsvermögen, Standhaftigkeit und so weiter, damit man das quasi schafft. Und das Gleiche, dieses Modell ist eigentlich ja nicht für mich gemacht worden, ja, sondern für Zellen. Hier oben der Schuljunge ist quasi die Stammzelle und eine Stammzelle kann halt jede andere Zelle werden. Zum Beispiel kann sie neuronale Vorläuferzelle werden, das wäre der Student, oder kann sich in spezielle Neuronen entwickeln. Oder sie kann eine muskuläre Vorläuferzelle werden, das wäre halt der Pan, und dann eine Skelettmuskelzelle oder eine glatte Muskelzelle. Und dieses Modell erklärt jetzt, wenn man ein Neuron ist, dann muss man über so einen Hügel drüber, dass man so eine Skelettmuskelzelle wird. Das ist ziemlich schwierig und so weiter und so fort. Je weiter das in dem Modell auch weg ist, desto schwieriger wird es. Das ist schon mein Forschungsthema. Also eine Stammzelle in eine bestimmte Zelle zu treiben quasi mit ein paar Labormanipulationen, das ist relativ einfach. Da gab es auch schon einen Nobelpreis, deswegen lasse ich das. Sondern ich interessiere mich halt, wie kann man fertige Zellen umwandeln in andere. So, was bringt das jetzt? Zum Beispiel hat man schon geschafft in der Maus, da gibt es Mäuse, die haben die Zuckerkrankheit, die können kein Insulin mehr produzieren, weil denen bestimmte Zellen fehlen, die Insulin produzieren können. Das hat man in der Bauchspeicheldrüse geschafft, andere Zellen, die so ähnlich sind, wieder in Insulin produzierende Zellen umzuwandeln. Also über diesen kleinen Hügel drüber bei unserem Modell. Oder was halt auch cool wäre, wenn man so Fettzellen, Muskelzellen umwandeln könnte. Wäre auch nicht so schlecht. So.
Und jetzt glaubt ihr wahrscheinlich so, ich arbeite mit Zellen und so, der erzählt so über Zellen. Nein, ich bin Wurmforscher. Ja? Also ich forsche. Ich forsche an C. elegans, der ist ziemlich cool, da kann man so einzelne Zellen auch anfärben, die leuchten an den Buchen und so. Hier bin ich auf der internationalen Wurmkonferenz 2015 in L.A., die gibt es wirklich. Und warum forscht man jetzt an den Wurm eigentlich? Zum einen 70% der Gene im Wurm, die gibt es auch bei Menschen, das ist cool. Also hier diese Gene von diesem Pumpmuskel vom Wurm sind im Prinzip die gleichen wie fürs Mäuseherz oder menschliche Herz jetzt. Der ist durchsichtig, super klein, gut für die Mikroskopie, der ist ein Hermaphrodit, der kann sich selbst befruchten. Es gibt trotzdem Männchen über einen speziellen Vorgang. Steht hier, kann man so Kreuzungsexperimente machen, hier seht ihr noch so, der benutzt im Gegensatz zum Menschen keinen Penis, sondern seinen Schwanz für diesen Vorgang. Wir sind hier jetzt beim Zuschauerrätsel, einer von den beiden Würmern ist ein Mutant und wenn ihr gut aufpasst, findet ihr zum Schluss raus, welcher von denen der Mutant ist. Der Mutant hat nämlich mehr Muskeln. So, wie findet man jetzt so einen Mutant oder warum sucht man jetzt dafür? Ihr seht hier ein Embryo. Ein frühes Embryo vom Wurm und wenn der sich entwickelt hat, hier hinten grün ein paar Muskelzellen. Und wenn ich jetzt ein spezielles Gen, die Herzschaft, aktiviere, kann ich den ganzen Embryo umwandeln in Muskelzellen. Also eigentlich das, was ich erforsche. Der Embryo stirbt halt leider, aber für die Forschung. Aber wenn ich das im erwachsenen Wurm mache, funktioniert es nicht, weil da ist ein hemmender Mechanismus und ich will ja halt diesen hemmenden Mechanismus finden. Und wie mache ich das? Ich lasse den Wurm in einer giftigen, mutagenisierenden Chemikalie schwimmen und hoffe halt, dass ich einen Mutanten finde, der plötzlich mehr Muskeln hat. Also ich würde mein Muskelgen aktivieren und dann, weil die Hemmung zerstört ist durch diese Chemikalie, würde ich einen Wurm kriegen mit mehr Muskeln. Jetzt könnte man sagen, das ist der Halbwurm, den ich hier suche, aber ich habe euch ja erzählt, das ist ein Hermaphrodit. Also es ist She-Hulk, ja? Okay, also meine Forschung ist She-Hulk. So, ihr seht halt hier jetzt, das ist der normale Wurm quasi, wo die Muskeln gefärbt sind und die Mutante sollte halt mehr Muskeln haben. Erstmal brauche ich ja einen Wurm, wo ich die Muskeln sehen kann. Wer hat ja in der Natur keine gefärbten Muskeln? Was macht man da? Man geht auf eine Homepage, da kann man sich Würmer bestellen, das ist so eine Art Wurm-Amazon. Da kann man schon, was haben andere Forscher schon für Würmer gemacht? Da habe ich mir einfach einen Wurm bestellt, der hat grün gefärbte Muskelzellen und rot gefärbte Hautzellen. Dann habe ich mir so DNA gebastelt im Labor, irgendwas habe ich ja gelernt im Studium. Und dann habe ich dieses Muskelgen da noch reingebracht. So, und dann hatte ich meinen Wurm jetzt, mit dem ich meine Experimente starten kann. Und das Experiment, das ist so der sogenannte Wildtyp-Wurm, sieht jetzt folgendermaßen aus. Ich lasse den erstmal schwimmen in dieser giftigen Chemikalie, weil ich will ja dieses Gen zerstören und dann identifizieren, was ich da zerstört habe. Und dann kommt er in diesen Biosorter, das ist so eine Art Aschenbrödelmaschine, die trennt das Gute vom Schlechten. Und in meinem Fall ist das Gute ja Würmer mit mehr Grün, also mit mehr Muskeln. Das sind so Laser drin und die analysieren wirklich den Grüngehalt des Wurmes. Und wenn ich jetzt einen Wurm habe, der mehr Grün hat, dann weiß ich, aha, der hat mehr Muskeln, das ist jetzt eine Mutante, nach der ich geforscht habe. Und dann kann ich schauen, okay, was hat meine Chemikalie da zerstört? Und dann habe ich was herausgefunden. So, und ich habe dann wirklich einen Wurm gefunden mit mehr Muskeln. Es sind halt nur ein paar mehr, nur so in der Kopfregion. Da habe ich mir erst gedacht, naja, aber ich meine, ein paar Muskeln im Kopf ist auch nicht schlecht. Genau, und das wäre jetzt schon das Zuschauerrätsel. Also wer glaubt, dass der linke Wurm der Mutant ist mit mehr Muskeln, She-Hulk-Wurm? Ja. Okay, wer glaubt, das ist der rechte Wurm? Ja, perfekt. Wenn er für euch. Okay. Genau, alles gut. Und das Coole ist jetzt, dieses Gen, das gibt es auch beim Menschen und das kann uns jetzt helfen, weitere Mechanismen aufzudecken, beziehungsweise man kann sich jetzt anschauen, was macht dieses Gen beim Menschen, was hat das Ganze mit Muskelentwicklung zu tun und so weiter. Aber ich glaube, ich habe noch ein bisschen Zeit. Es heißt ja immer so, bei so Vorträgen, man soll so eine Take-Home-Message haben, weil ich, es war jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend und dann fragt jemand, ja, der hat so über Muskeln, ja, was über Würmer, weiß nicht so genau.
Und deswegen zeige ich euch jetzt noch kurz, warum dieser Wurm C-Elegans heißt, okay? Weil ihr habt vielleicht mal einen Regenwurm gesehen, wie der sich bewegt, ja? Ein Regenwurm, der macht das so, der kommt da hier zu, der wird an irgendeiner Stelle so dicker. Dann macht er so. Ja, so ungefähr bewegt sich ein Regenwurm. Und C-Elegans bewegt sich halt wie eine Schlange. Die Zeit ist um. Ganz elegant.